Hello there. Kirby und das vergessene Land. Ich meine, das habe ich zu verlieren, ne? Kirby und das vergessene Land. Let's go. Wähle die Schwierigkeit. Wilder Modus. Dieser Modus ist etwas wilder und herausfordernder. Dafür winken aber auch viel mehr Sternmünchen. Als Belohnung. Frische Brise-Modus. Ein etwas leichterer Spielmodus, in dem Kirby über viele KP verfügt. Perfekt geeignet für Actionspiel-Einsteiger. Ich weiß gar nicht. Fühle ich mich heute wild oder fühle ich mich frisch? Warum stellst du mich vor diese Wahl, Kirby? Hallo, Tamina. Hallo, Sterzi. Du, ich bin jetzt gerade hier im Studio. Ich zeig dir das mal. Schau mal hier. Ich stehe gerade vor einer Entscheidung. Jetzt muss ich... Die ist schwierig. Die ist richtig, richtig schwierig. Ja, ich stehe jetzt hier vor der Entscheidung, ob ich den wilden Modus spiele oder den frische Brise Modus. Kannst du mir da weiterhelfen? Also Elden Ring ist nichts dagegen, will ich nur vorab sagen. Also jetzt wilder Modus oder frische Brise? Wilder Modus. Frische Brise kannst du für rausgehen. Ist sonnig gerade draußen. Soll ich mal machen? Ja. Ja, draußen ist tatsächlich eine frische Brise. Okay, dann würde ich jetzt mal den wilden Modus nehmen. Gute Wahl. Ja, danke, Tamina. Vielleicht hören wir uns später nochmal. Ja. Vielleicht brauche ich Tipps. Viel Erfolg auf deiner Reise durch das vergessene Land. Ciao. Gut, Tamina, dann wollen wir dir mal glauben. Ich fühle mich heute wild. Abfahrt. Was ist denn jetzt los? Pass auf, Kirby! Kirby, pass bloß auf! Verloren im Universum, ohne Sauerstoff, platzte Kirby und starb einen qualvollen Platztod. Und dann landete er an einem schönen Strand. Mensch, da sind wir, ne? Ach, ist Kirby ein Süßling. Erkunden wir die Weiten des unvergessenen Landes. Oh, du kleiner Pisser da drüben. Komm mal her, ich saug dich ein. Ich hab ihn ja wirklich eingesaugt. Okay, nachdem wir diesen süßen Fuchs umgebracht haben und seine Leiche jetzt dort unten in der Schlucht verwesen wird für die nächsten 20 Jahre. Eine Kirsche! Kirby ist ja auch ein Pokémon, oder? Ist Kirby nicht ein Pokémon? Nee. Oh mein Gott, Kirby ist doch gar kein Pokémon. Das ist doch Mario und so ein Shit. Oder, warte mal. Die Verwirrung ist verwirrt. Kirby ist eine nach dem gleichnamigen Protagonisten benannte Jump'n'Run-Videospielreihe von Nintendo. Für die Entwicklung ist das Partnerstudio von Nintendo HAL LABORATORY verantwortlich. Das hat ja dann gar nichts mit Mario zu tun. Gut, ach, da ist eine Stadt. Wow! Ah, wer ist das denn, Alter? Junge, was ist das denn für ein Freak? Ich bin Kirby! Ich mach dein Leben zur Hölle! Was ist das für ein geheimnisvoller Eingang? Jetzt wird's aber gruselig. Ein Fuchs, Wolf, Hund! Kirby, saug! Kirby, saug! Du kleine Ratte, da! Ja, Kirby, saug! Oh, sehr schön.
Da hat Kirby den Mund aber ziemlich voll genommen. Jetzt fahre ich als Kirby mit diesem Auto durch die Gegend? Das ist euer Scheiß Ernst? Freunde, geh hier! Transformers! Ach, ist das schön. Voller Freude und Spaß, indem du kämpfst und mampfst und dich ausruhst im Gras. Niemand, der dich bremst, Abenteuer zu bestehen. Der Himmel bricht auf, es gibt so viel zu sehen. Fühl dich frei, lass dich von deinem Herzen leiten und hab Spaß dabei. Frische Frühlingsbrise, jedes Abenteuer angehen, ist deine Devise, neue Welt! Danke, Dankeschön, danke, so ausspucken. So. Kirby, was ist jetzt los? Nein, schon wieder ein Fuchs! Was ist das? Oh nein! Ich habe so viele Fragen. Warum sind diese kleinen, übertrieben süßen Fuchsviecher da vorne? Warum sind die böse? Ja, dann machen wir die mal lang, oder? Zack, zack. Es war ja übel easy. Wer ist denn der Motherfucker? Jetzt sieht aus wie ein Pirat. Teammodus mit zwei Spieler! Ein Stern! Ich bin eine Pylone! Und Tamina ruft an. Mensch. Hi, Sterzi. Hi, Tamina. Schau mal. Ist er nicht einfach nur nie? Oh! Ich wusste nicht, dass das geht. Wie geht das? Nee, der hat das einfach gemacht, wenn man AFK ist. Ach. Oh. Du, Tamina, hättest du Lust, morgen vorbeizukommen? Wir spielen das zusammen, Koop? Ja, warum nicht? Sehr gerne. Ich kann der Kleine sein mit dem Bandana, der alle abhängt. Ja, ja. Einfach kommst du morgen vorbei hier zu mir in Studio und dann, wenn wir das zusammen zocken, das wäre doch witzig, oder? Hättest du Lust? Hätte ich Lust drauf, aber wird eine Challenge. Okay, machen wir jetzt hart. Ja, Tamina, dann sehen wir uns morgen hier in alter Frische. Dann mache ich jetzt erstmal Pause. Dann bis morgen. Ciao, Tamini. Tschüssi. Tamina, bist du's? Hallo Sebastian. Ja, ich drücke auf den Knopf zum Reinlassen, ja. Okay. Es sollte jetzt brummen. Oh ja, ja, ich hör's. Oh, ja, hallo Herr Butler. Ja, Sie können mich gerne reinlassen, ist kein Problem. Gerne einfach durchlassen. Ja, ach, Westflügel? Na klar, das kriege ich hin. In den Fahrstuhl und dann dritte Tür links. Nein. Doch. Wer ist das denn? Ist das nicht toll? Ja, kommen Sie doch rein. Och, ist das süß. Na, mein Kleiner, bist du auch Kirby-Fan? Okay, wollen wir anfangen? Ja. Tamina, ich habe gestern gespielt. Ja. Und habe auch schon sehr viel Spaß gehabt. Mhm. Ich war einmal ein Auto. Mhm. Dann war ich ein Automat und dann so eine Pylone. So ein, ja, hab ich ja dir gezeigt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein Level rein. Du erklärst mir ein glaube, bisschen was. Ich glaube, Dampfus musst du aber vorher den kleinen Guy ansprechen, damit ich joinen kann. Ja? Ja. Ich sehe so viel cooler aus als du. Warum hast du jetzt so einen Speer? Okay, wollen wir ich zocken? Ich beschütze dich. Ja, Mann. Ach,
ist das schlimm. Ist das nicht niedlich, wirklich? Ich zeig dir jetzt mal den Trick, den ich gestern gemacht habe. Das sieht schmerzhaft aus. Wenn ich mich jetzt einfach nicht bewege, dann macht er ja gleich diesen Trick. Ich frag mich, woraus er gemacht ist, Kirby. Kirby? Ja, was ist das für Material? Wisst ihr, was ich meine? Oh, bekommen. Was für ein unauffälliger Riss im Boden. Na. Darauf ja, kommen halt auch nur die schlauen Leute, weißt du? Es gibt ja wirklich tausende Geheimnisse hier in ja. Kirbys Wunderland. Da ist noch, hallo, du hast was übersehen. Wo? Da ist noch ein riesiger Riss. Sterzig, wirklich. Oh, es kommt jetzt Bossfight? So, und die müssen mal. Nee, das ist einfach. Also, das ist. Ich glaube, das ist einfach nur eine schöne leere Fläche. Die. Und die Waffen liegen da auch nur so. Also. Nee, danke. Ich glaube, das suggeriert gar nichts. Ich glaube, du bildest dir das ein. Oh mein Gott, ich habe einen süßen Zauber. Happy Birthday. Dankeschön. Oh nein. Was? Das ist unfassbar. Oh mein Gott, bitte tö. Oh mein Gott, der hat ja sogar richtig viel Leben. Ja, guck mal, da steht, der muss jetzt von hinten hauen. Aui. Warum explodieren die Bomben nicht? Du musst so ein bisschen rollen. Oh! Alter, der kassiert Schwert, Grobian. Tja, Elden Ring war nicht so schwer. Er sieht ein bisschen aus wie von Elden Ring. Ich meine, das Spiel macht mir ja riesig Spaß. Ja, das merke ich. Du und Max seid beide solche richtigen Nintendo-Fans, Ich ne? liebe Nintendo. Aha, hier ist er bestimmt drin, oder? Hinterfrag es nicht. Er war die ganze Zeit in der Kuppel hier drin. Alter, ist das cozy. Wie viel kostet das Spiel? 50 Euro. Aber der Spaß ist unbezahlbar. So, jetzt geht's hier nach oben. Oh mein Gott! Vorsicht, Sterzig! Vorsicht! Schnell! Jetzt macht er das kaputt. Aber es reicht nicht. Du musst ihm. So, schnell. Oh, wo bin ich? Oh, ich bin hier unten. Okay. Haben ihn getötet, ne? Ja. Mord ist auch manchmal okay, finde ich. Tamina 2022. Hey Leute, kennt ihr schon das hier? Vielleicht ist es ein Fehler, dass ich Sterzig so viel Macht beim Editing gebe. Aber das weiß leider nur Zukunftstamina. Weißt du, worauf ich jetzt gerade Bock hätte? Nee. Ein Spaghetti-Eis. Oh, ist das eine Anlehnung, dass wir Spaghetti-Eis essen gehen sollen? Wäre schon witzig. Fürs Outro oder so? Ja. Alter, guck mal, ich ziehe ja richtig mit den. Ich ziehe ja richtig mit seinem Ass. Bitte mach das nie wieder. Okay. So. Ich halte Wache. Ich hab gesagt. Ja, Entschuldigung. Ich hab mich gerade geküsst. Das ist jetzt so. Kirby molestet den Wannabe-Assistenten. Kirby ist einfach ein gay Icon, aber. Gut. Könnt ihr bitte aufhören? Sucht euch ein Zimmer. Mein Gott. Oh, warte, was? Ach so, und die Treppe kriegt er ganz in den Mund? Seine Hände sehen aus wie kleine Bubis. Und die Füße? So. Let's go. Das war's? Ich glaube. Kuppelstopfer Kirby. Oh. Oh, Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus. Nachdem er den Wirbel passierte. Und kann sich nun auch mit Kuppeln vollstopfen. Mund auf. Kuppel rein. Und dann noch so lange drehen. Bis sie mit einem Plop aufspringt. Das ist so lustig. Und ihr Geheimnis preisgibt. Was ich verwirken. Das muss Kirby selbst herausfinden. Du, Tamina, ich habe mich gefreut, dass du mir heute hier nochmal. Ah, kein Ding. Hui! Der Panzer dieser Baukröte besteht ja aus einem Gebäude. Nein, lies weiter. Ja, Tamina, vielen lieben Dank. Ja. Das, also Kirby, ne? Eine unvergessliche Reise im unvergessenen Land. Ich wünschte, ich könnte dieses hier alles gerade vergessen. Alles, was gerade passiert ist. Das denke ich mir häufig.
Okay. Essen wir jetzt Eis? Klar. Das Kind ist gerade hingefallen nach vorne. Tschüss. Stay cozy.